Oh, das finde ich geil, das haben sie wirklich ordentlich gefixt, ja, mit den nachladenden Texturen. So auch nach einer Schnellreise oder so. Wow, macht sich, hat sich, ja. Also hätten sie das Spiel ein bisschen später veröffentlicht, hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Also dann wäre es vielleicht noch fertiger gewesen. Gut, aber erstmal muss er pennen. Nein, noch nicht. Mit Theresa noch nicht. Ich denke mal, das wird noch kommen. Weil das Spiel ist da anscheinend sehr offen, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, ne? Ja, bis zum Morgengrauen kommen. Bis der Hahn kräht. Vielleicht haben sie das ja auch ein bisschen beschleunigt. Nein. Nein, das dürfen sie ja nicht beschleunigen. Ne? Man muss es ja jederzeit abbrechen können und kann es ja auch jederzeit abbrechen. Ne? Wenn das so schnell ginge, dann. Aber gut, da macht man sich halt vorher Gedanken darüber, ne? Wie lange man denn zu ruhen gedenkt. Ja, nee, komm, das reicht. So 6:30 ungefähr. Spiel speichern. Vielleicht können wir jetzt das Schloss nochmal erneut knacken, haha. Oh, mein Rechner macht sich da selbstständig. Toll. Topf geben, nee. Möchte nichts da reingeben. Sollen wir nochmal mit ihr sprechen? Nee. Müssen wir nicht. Können wir, aber wir müssen nicht. Ja, sorry Leute, das Fenster wird gleich wieder verschwinden. Das ist eigentlich das erste Spiel, bei dem das passiert. Also nach einem irgendeinem Windows-Update muss das so passiert sein. Leider. Ist ein bisschen lästig, aber es ist gleich wieder weg. Es bleibt nur für ein paar Sekunden oder eine Minute oder so. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. So. Was machen wir jetzt? Ach so, Quatsch. Ich wollte ja noch den Müller ansprechen, ob wir eine unserer Fertigkeiten verbessern können. Ja, ich glaube, der pennt noch, der Typ. Mach mal Licht an hier. So düster in der Mühle. Hä, wo ist denn der? Ach, der wird schon draußen sein, ne? Peschek? Theresa ist reingegangen. Oh, ist Peschek. Hä? Wo ist denn der hin? Ist der auf Diebestour oder was? Auf nächtlicher? Oder hat der auch gerade eine Party am Laufen gehabt? Oder ist hier in seinem Garten? Er hat ja einen schönen Garten, kann man nichts gegen sagen, ne? Weil ich möchte schon noch was lernen bei ihm, so ist es nicht. Hast du Peschek gesehen? Süße. Ich denke mal, noch ist es nicht so weit. Ich meine, sie sind sich jetzt zwar deutlich näher gekommen und so. Haben sich ausgetauscht, ne? Also noch keine Flüssigkeit, ne? Ihr wisst, was ich meine. Miteinander gesprochen. Nee. Also die können wir nach wie vor nicht knacken. Müssen wir uns jetzt andere Truhen suchen. Naja, ist egal, Leute. Ja, was machen wir da? Wenn Peschek nicht da ist. Ey, ich hoffe, der kommt wieder. Nicht, dass das jetzt verschlimmbessert wurde und jetzt sich ein neuer Bug eingeschlichen hat in dem Spiel. Ach nee, das wäre doof. Glaube ich nochmal kurz warte oder so. Nee, ach Quatsch. Sehr schwer. Das können wir noch nicht knacken. Sollten wir auch nicht. Also nicht in Anwesenheit von Theresa. Wenn sie denkt, wir wollen ja ihren Onkel bestehlen oder so. Da haben wir wieder alles verspielt bei ihr. Sollte ich nicht riskieren. So. Reiten wir mal zu Wojcik. Denn bei ihm können wir ja auch noch ein bisschen was lernen, nicht wahr? Da lernen wir noch was fürs Leben. Ach, wir können es ja nicht abbrechen. Ah, okay, da muss ich jetzt hinreiten. Nach Usch. Nee, Ledetschke könnte ich schon springen, einfach so. Da haben wir eine Schnellreisefunktion aktiv. Schon ulkig. Also, ich wollte bei dem noch was lernen. Also, nicht, dass er es gar nicht mehr aufkreuzt. Das wäre jetzt nicht so schön. Der hat ja hier immer irgendwas geschleppt oder so hin und her, ne? Von A nach B. Oder es hängt auch mit der Quest zusammen.
nicht, dass der Neuhof war oder so. Dann wäre das Risiko natürlich relativ groß, dass er auch dem Verbrechen da zum Opfer gefallen ist. Diesem Massaker ist der Stadt, ne? Weshalb wir überhaupt jetzt diese anderen Banditen da suchen wollen. Um Näheres zu erfahren, weil die haben sich ja irgendwie verstritten, ne? Diese beiden Banden. Diese beiden Verbrecherbanden. Es kommt mir auch ein Hauch flüssig. Ja, na gut, die Landschaften wurden ja immer sehr flüssig dargestellt. Nur in Städten, da gab es halt diesen Grafikschluck auf, sage ich mal immer, ne? Diesen stetigen. Ah, hier gab es jetzt doch noch eine Textur, die nicht rechtzeitig geladen wurde. Ja, dann und wann wird es nochmal passieren, aber sie haben es meines Erachtens nach schon deutlich optimiert. Ne? Ja, okay, sorry. Sie nennt da keine Ausdauer mehr. Juhu. Bringt uns was bei. Reich sind wir ja jetzt. Na, jetzt möchte ich keine Wetten abschließen. Nach dem Motto, gib mir all dein Geld, wenn du die Wette verlierst. Ja, nicht alle auf einmal. Ich quatsch alle durcheinander. Ach, der sitzt ja hier schon. Na gut, die sind doch noch nicht ganz geladen hier. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Na, ich sag dir. Hat jemand deine feinen Kleider geraubt? Ja, ich werde mich gleich waschen. Ist ja okay. Mal diese impliziten Botschaften. Mit dem Telegrafenmast. Die gestohlene Ware verkauft. Ja, okay. Jetzt sind wir wieder da. Übung. Heimlichkeit. Bitte bring mir bei, wie man sich... Können wir da schon ein bisschen was Besseres lernen? Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut. Aber ja, ja. Boah. Aber so immer teurer hier, ne? Pro Stufe wahrscheinlich wird er immer teurer. Falschen natürlich. Ist das nicht etwas viel? Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ach Mann, sei doch mal nicht so. Einverstanden. Boah, hör geil. Neue Stufe erreicht. Welche Stufe haben wir denn jetzt überhaupt? Können wir wieder was Neues freischalten? Wäre natürlich geil. Stärke ein bisschen was. No. Gucken wir mal, aber das war ja Huckepack. Leichen, ne? Ja, fest im Griff ist cool. Gegner und Klammer zu überwältigen ist so. Auch nicht schlecht. Wildschwert, du kannst die ausdauern. Nimm du ihn beim Spoten anderen willst, die ist so schwer als deren ist. Okay. Knacken. Geschicktes Händchen beim Knacken von Schlössern. Ja, bringt das so viel? Das können wir noch gar nicht, wa? Obwohl wir schon Stufe 7 sind, aber. Ja, hier können wir erstmal nichts freischalten. Vielleicht direkt bei Heimlichkeit nochmal. Wenn du Verbrechen begangen hast, erhältst du einen Bonus. Schau mal, bis du erwischt wirst oder den Tatort verlässt. Na gut. Wenn du dich duckst und nicht bewegst, erhältst du einen Bonus in Höhe von 30% auf Heimlichkeit. Oh, echt. Meuchelmord ermöglicht es dir heimlich zu töten. Dann ist dafür ein Dolch. Allerweltsgesicht, okay. Wenn nach dir gesucht wird, fällt es den Leuten schwerer, dein Gesicht zu erkennen. Und sie geben die Suche schneller auf. Das ist geil. Fleißen Sohlen. Na gut, dann machen wir erstmal Wagemut, ja, Schelm. Ja. Ne? Ja. War hier schon was? Nee. Hä? Alchemie, glaube ich, noch nicht, ne? Nee. Hexer. Mhm. Na, Stufe 0, ich wollte gerade sagen, ich habe ja noch nichts gemacht. Jagen vielleicht. Zähne und sowas. Oh, Stufe, ja, können wir. Nee. Brauchen wir erst einen Fertigkeitspunkt, wie es aussieht. Naja, egal. Aber das können wir dann natürlich auch veräußern. Ne? Erstmal waschen.
Schön. Na denn. Nee. Das war das falsche Pferd. So. Moment. So, suche ich nochmal zurückzureisen, in der Hoffnung, dass Peschik inzwischen eingetroffen ist. Ich hoffe mal, ey. Wollte bei dem auch noch lernen. Aber er hat ja während der Quest mit Theresa darauf Bezug genommen, ne? Dass er noch irgendwie da zu sein scheint. Der Peschik. Peschik macht sie bestimmt Sorgen oder so, hat er gemeint, ne? Also Heinrich. Oh, verdammt, ich sehe den aber nicht. Vielleicht weiß sie Näheres. Wo ist Peschik? Mit der kann man immerhin mal reden, nicht nur bestehlen. Ah, gut, wegen Ratei, das kennen wir ja schon. Und das Bübchen haben wir auch schon kennengelernt, ne? Den Hans. Wo ist denn Peschik, ey? Oh Mann, das ist echt doof. Peschik. Oder ist der da oben? Pennt der die ganze Zeit? Wird er nicht mehr pennen? Nö. Und Theresa sitzt wieder da unten, ne? Moment. Ja. Gut, dann können wir immerhin die Kiste hier knacken. Die ist leicht. Ah, ja, okay. Ah, haben sie total überarbeitet jetzt, ja. Jetzt sieht es auch mehr nach dem Schloss aus. Das haben sie also modifiziert. Ja, das fällt einem dadurch wirklich noch leichter. Man kann sich besser orientieren, ne? Innerhalb des Schlosses. Gut, aber da gibt es nichts Besonderes. Runter. Geil. Also, ja, das haben sie auf jeden Fall verbessert. Sinnvoll verbessert, sagen wir es mal so, ne? Es gibt ja Änderungen, die bringen gar nichts, aber diese Änderung bringt wirklich eine ganze Menge. Das soll man gar nicht unterschätzen, ja. Tja, und das, obwohl die Mechanik an sich ja nicht vereinfacht wurde. Tja, was so eine kleine optische Veränderung alles bewirken kann. Erstaunlich. Aber wo ist denn Peschik? Sag mal. Der lungerte doch hier immer rum. Oder hackt der jetzt neuerdings Holz oder so? Repariert das Dach? Nein. Oh, das sieht ja auch romantisch aus. Ah, ich weiß schon, wohin das führt. Also hier werde ich über kurz oder lang mit Theresa einkehren. Sieht doch schon mal sehr romantisch aus, ne? Obwohl Stroh ganz schön stechen kann. Ey, das macht mich jetzt wirklich wahnsinnig, dass dieser Typ nicht da ist. Na gut, wer weiß. Müssen sie nochmal ein Patch rausbringen. Wo wollten wir jetzt hin? Dahin, ne? Um nach jemanden zu suchen, nach dem ersten Verbrecher. Na, treffen wir noch jemanden unterwegs? Komm. Finde ich mal lustig. Aber nicht irgendwelche Bettler, ne? Irgendwelche die Leute, die kämpfen wollen. Das wäre cooler. Nee, niemanden. Na gut. Mal sehen, ob wir fündig werden. Sollen wir schon erstmal die Bürger alle befragen? Spüre Stinker auf. Ah. Spüre ein weiteres Neuhofbande auf. Ein Kerl, der unter dem Namen Stinker bekannt ist. Stinker bekannt damit nicht, der zu jener Bande gehört. Die Neuhof überfiel, soll sich irgendwo in der Nähe von Ledatschko aufhalten. Leider ist das alles, was ich bis jetzt in Erfahrung bringen konnte. Allerdings sollte es nicht allzu schwierig sein, ihm auf die, Fährte zu kommen. Obwohl das vermutlich nicht die erfreulichste Art aller Begegnungen wird. Nö, nö, das nicht, oh. Ist ja egal. Fahren wir mal. Die Leute hier, das ist die Schenke, der Dreh- und Angelpunkt wahrscheinlich hier in Ledatschko. Ach, mit dem können wir auch spielen. Reden wir mal mit dem.
Beste Kennst du einen Mann namens Stinker? Ich glaube, das war auch die Quest, der man in der Beta folgen konnte, ne? Ich suche nach einem Kerl namens Stinker. Kennst du ihn? Die habe ich nie gespielt. Stinker? Du meinst Hinek, den Sohn des Gabers? Möglich. Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Gewöhnlich hält er sich nicht hier auf. Versuch's bei ihm zu Hause. Doch sei gewarnt, der alte Gerber ist keiner von der umgänglichen Sorte. Verstehe. Kennst du ihn? Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürm. Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. Das wird sich ja so nicht ändern. Was ist dein alter Herr für einer? Was kannst du mir über den alten Gerber sagen? Er ist so kratzbürstig wie eine tollwütige Katze. Redet mit niemandem. Dann nennt man den Stinker, und weil er ein Gerber ist wahrscheinlich. Stinker genannt. Nun, er ist ein Gerber. Wenn du je in seinem Windschatten stehst, wirst du es schon merken. Gerben ist nichts für schwache Mägen. Wahre Worte. Doch nicht jeder Gerber wird mit solch einem Spitznamen beehrt. Nun, Hineks Art ist nicht viel besser als sein Geruch. Ach so, deswegen. Wie kommt's, dass er so einen schlechten Namen hat? Weshalb ist er so in Verruf? Tja, wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Und dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Ratei wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Oh, okay. Und in Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Klingt nach mehr als bloßem Übermut. Jojo. Ja, wir sind ehrliche Leute. Und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Verständlich. Es muss doch jemanden geben, der mit Stinker redet. Erzähl mir nicht, dass es keinen gibt, der mit ihm redet. Er wurde mit einem Frauenzimmer aus dem Badehaus gesehen. Ach. Ich glaube, sie heißt Adela. Oh, schöner Name. Ja. Okay. Mehr weiß er nicht über ihn. Alles klar. Mann, aber wir, ja, das war ja schon einiges, ne, was der wusste über ihn. Über Hinek, so heißt der richtig. Ist der Questmarker verschoben? Nö. Der Zuberdirne müssen wir jetzt sprechen. Das ist der Vater. Na gut, der wird vielleicht gar nichts wissen, ne? Von seines Sohnes Eskapaden. Vom Badehaus müssen wir jetzt dahin, ne? Zum Badehaus? Ah ja, das ist ja. Hoffentlich können wir da einfach reinspazieren. Jo. Da ist er ja. Oh. Oh. Warum nicht? Stinker. Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon. Du bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt. Genau. Das ist deine Sache. Genau. Ich will dich nur etwas fragen. Was du mit deinem Leben anfängst, ist deine Sache. Das freut mich. Manche haben für die Art, wie ich mein Geld verdiene, nichts übrig. Kann ich mir vorstellen. Und was ist mit dir? Du wirkst ein wenig verhärmt. Ein Bad mit etwas Gesellschaft könnte dir gut tun. Ja. Wo ist denn hier die Option? Ja. Die fehlt. Liebe Entwickler, bitte patchen. Später, ich habe zuerst ein paar Fragen. Womöglich später, meine Teure. Erstmal muss ich dir ein paar Fragen stellen. Nur zu. Wo steckt Hinek? Wo kann ich Hinek finden? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schilde? Ich weiß nicht. Sag mal, Mire. Ich bin ein Freund von Hinek. Klingt, als führte das, ja. Sag mal, Hinek ist mein Freund und ich muss wirklich wissen, wo er steckt und was er so treibt. Ich hab dir doch bereits gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist. Also dann geht er wohl bloß in den Wald, um Pilze zu suchen, was? Pilze? Nein. Volk. Eher Hasen und anderes Wild. Also ist Hinek ein Wilderer. Keine Überraschung. Nun, er war dem ehrlichen Handwerk nie sonderlich zugetan. Weißt du, wohin genau er geht? Womöglich hat er dir von einem seiner Lieblingsplätze erzählt. Er sagte, dass er ein Versteck im Wald habe. Wo es ist, hat er mir nicht gesagt.
Na gut. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja, ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf... Du weißt schon. Ja. Also warf ich ihn raus. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Mist. Hat er dir bestimmt noch was erzählt. Was hat er an jenem Abend gesagt? Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Ich bin mir nicht sicher. Er schwatzte von irgendeinem Heinz, der das Zeitliche gesegnet habe. Dass er bereue, da reingeraten zu sein. Aha. Aber er hat nicht gesagt, was da wäre. Nur, dass es das Geld nicht wert war. Genau. Aha. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Wegen des Geldes. Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Naja. Wo genau ist das? Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Gucken wir mal nach. Finde Stinkers Vorrat. Hast du nach dem Geld gesehen? Ja. Hast du dort nachgesehen? Nein, ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Tja. Jemand andere dahin mordet, ne? Wegen des Geldes. Noch eine Sache wegen des Geldes. Was denn? Gibt's da noch was zu sagen? Nö. Sonst würde keiner mit ihm den Beischlaf ausüben, weil er so stinkt, oder? Was? Dass andere Dirne nicht mal für Geld mit ihm gehen? Die anderen Zubermägde sind bieder, also weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt hat er mir leid. Die Leute mögen ihn nicht und das nur, weil sein alter Herr ein Griesgram und Gerber ist. Ich habe etwas anderes mir gehört. Mir ist zu Ohren gekommen, sie mögen ihn nicht, weil er sich mit Schurken umgibt. Ja. Wohl ja, wahr, aber sie mochten ihn davor schon nicht. Oder mich. Diese engstirnigen Hornochsen. Wir sind beide sowas wie die schwarzen Schafe hier. Mehr ist da nicht zwischen euch? Nein, mehr nicht. Vielleicht denkt Hinek anders. Aber so ist es eben. Verstehe. Hineks Versteck. Ich muss mehr über dieses Versteck wissen. Ich weiß wirklich nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass er gewöhnlich zu mir kam, wenn er zurückkehrte. Verstehe. Okay, gut. Mehr kriegen wir nicht heraus aus ihr. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal das Versteck erstmal des Geldes an. Der nordwestlichen Ecke, hat sie gesagt, ne? Vom Haus des Gerbers. So, Mann, was ist denn hier noch alles? Ach, da können wir auch einen Schießstand. Okay. Können wir da auch so einen Wettbewerb oder so? Ja, das wäre cool, ja, wenn wir da einen Wettbewerb annehmen könnten. Sprich mit dem Vater des Stinkers. Finde Stinkers Vorrat, das ist da irgendwo. Ja, erst rauben wir den mal aus und danach quatschen wir mit dem Vater. Ah, okay, da ist schon jemand, den wir ansprechen können. Na, das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Erstmal möchte ich wissen, was das für ein Schatz ist. Ich glaube, das würde uns jetzt auch nicht viel reicher noch zusätzlich machen. nicht noch reicher, als wir ohnehin schon sind. Da ist auf jeden Fall der Gerber, oder? Ja, der gab gerade was. So. Soll jetzt sein. Nordwestlich. Das war ja da. Nordwestlich. Oh. Und die Markierung ist hier. Na, die kann einen ja auch bisweilen noch mal ein bisschen in die Irre führen, nicht wahr? Mal hier rein. Wer
Schwester! Ich darf mich hier aufhalten. Hallo. Na, wir drehen mal mit ihm. Müssen wir jetzt wohl. Beste Grüße. Ja. So, das ist eigentlich ganz nett. Stinker. Ich suche nach einem Kerl, der Stinker genannt wird. Hast du je von ihm gehört? Natürlich. So nennen sie meinen Sohn, Hinek. Ah. Du weißt nicht zufällig, wo er sich aufhält. Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Hinek lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Mhm. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Auch wahr. Das ist ein Vielversprechen. Treib mich, so heißt gut. Dein Sohn steckt tief in der Scheiße und ich versuche, ihn da rauszuholen. Ich verliere langsam die Geduld. Wenn du mir antwortest, wäre es für alle das Beste. Drohst du mir etwa? Jo. Und ich soll glauben, dass du Hinek helfen willst? Glaub, was du willst. Ich sorge mich um Hinek. Aber was mit dir geschieht, geht mir am Arsch vorbei. Ist das klar? Scheiß drauf. Jo. Ich werde nicht für diesen Taugenichts Prügel beziehen. Nun? Na, also geht doch. Gibt eh nicht viel, das ich dir sagen kann. Hinek war hier, hat sich aber sofort wieder davon gemacht. Wohin ist er gegangen? Du spuckst besser was aus, denn glaub mir, du willst meine Zeit nicht vergeuden. Hinek verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Wilderer Versteck. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist, mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Mhm. Also hat er damit auch seinem Vater geholfen quasi. Ne? Das Geld, das er heimbrachte, ich muss mehr wissen. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Ach, weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut. Ich frage beim Gasthaus nach. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Hinek hat mir nie was gesagt. Streng dich an. Fang an, deinen Kopf zu benutzen, verflucht. So finde ich Hinek nie. Genau. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze ja, was weiß ich schon. Okay, naja, das kann ja ein Hinweis sein, ne? Zurück. Wilderer Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses... Ich weiß wirklich rein gar nicht. Wie das? Ach so, das ist immer ein paar Okay. Das hatten wir schon. Wunderbar. Aber hier hat er noch ein Geldversteck. Genau. Jetzt kannst du ja an die Arbeit gehen, los. ob sie noch Schinken hat, dem wird gewildertes Fleisch verkauft. Ich soll mir das mal näher ansehen. Ja, ne? Jo. Finde Stinkers Vorrat. Spüre Stinker auf. Finde, also der Vorrat gehört mit zur Hauptaufgabe. Das andere ist optional. Was machen wir trotzdem? Achso, Quatsch. Soll ich hier nochmal gucken. Man sich Stinker und Gaumen freuen. Aha. Er hat mir erzählt, dass Stinker Geld beiseite gelegt hat. Es ist in der westlichen Ecke des Familienhauses vergraben, hinter der Gerberei. Der westlichen Ecke ist vergraben irgendwo. Vielleicht hier bei den Schweinen. Ey! Ich darf mich hier aufhalten, hallo? Genau. Ich duck mich mal. Bessere Heimlichkeitsskills hier. Mist, ich komme nicht weg. Doch. Hier wird es wohl nicht sein. Ich gehe mal aufs Dach. Können wir das? Nö. Na gut, rüber hier. Damit er wieder zurückgeht. Was ist los mit dir? Nichts. Alles gut. Was willst du? Was willst du?
Da sieht's fast so aus, könnte man graben, ne? Aber da inzwischen Gras drüber gewachsen ist. So, Junge. Oh. So skeptisch, der Vogel. Hier irgendwo? Moment, hier können wir nur was sammeln. Baldrian, ja, Baldrian ist immer nett. Warum nicht? Vielleicht hier drin. Das können wir nicht aufmachen, diesen Schuppen, oder? Ne, können wir nicht. Der nordwestlichen Ecke des Hauses. Hinter der Gerberei. Na gut, Nordwesten ist ja eher da, ne? Aber da fallen wir auf, leider. Ich guck mal nochmal. So komisch beschrieben, finde ich. Es ist in der westlichen Ecke. Nordwest, ich komme hier auf nordwestlich. Es ist in der westlichen Ecke des Familienhauses vergraben. Des Familienhauses. Im Haus selber, oder wie? Gut. Jo, ist doch. Na, ist doch Westen. Beinfell. Kamille. Oh, so ein schönen Kamillentee. Hier drin? Vielleicht? Nö, auch nicht. In. Also ich denke mal, wir müssen ins Haus. Der westlichen Ecke. Ich versuche mal da reinzugehen. Nee, steht ja nicht am. Sehr leicht. Das ist wirklich leichter dadurch. Haha, ich hab's entriegelt. Komm. Nicht, dass die Frau jetzt da drin ist. Ich glaube, der hat keine mehr. Ja, stimmt, die hatten ja damals nicht unbedingt einen zementierten Boden. Ne? Wie auch. Es gab ja noch keinen Zement. Oh scheiße, sieht er das jetzt? Er labert irgendwas. Nö. Ah, hier ist ein Spaten. Auf jeden Fall setzen. Hier könnten wir schlafen. Nee, ein Spanner ja dabei. Also der steht da nicht zum Was stand da noch gerade? Schlafen, ne. Was hat er gebrüllt, oder? Nö. Oh, hier ist mal was. Nur mal so zur Abwechslung. Nö, hier ist nichts. Also im Haus scheint es doch nicht zu sein. Ich gucke einfach mal überall nach, Leute, was soll's. Ja, hier ist es so auffällig markiert und die Schaufel. Nicht zumachen. Ich mach mal zu. Ja, am besten ist eindeutig da. Ach, hier haben wir auch noch Ton. Boah, können wir gleich nochmal zu Übungszwecken öffnen. Wunderbar. Hier die Schmiede in der Nähe, oder was? Hört sich was an. Oh, geile Sachen sind hier drin, ne? Boah, guckt euch mal den Wert an. Kann ich nie widerstehen. Oh, es sind wir überlastet dafür. Oh Gott, ich dachte mal, die Tür liegt auf hier. Sehr schwer, das können wir noch nicht, oder? Müsste da stehen, ja, ist zu kompliziert, da brechen die Schlösser sofort ab. Wenn da schon sowas drin war, ja,
Was sind erst in dem anderen, in der anderen Truhe drin? Das ist ja der Wahnsinn. Wie spät haben wir es denn? Oh Gott, ich muss langsam Schluss machen. Ach, verdammt. Ich will noch nicht. Mann, es soll doch hier irgendwo sein. Also der war auf jeden Fall reich, so viel steht fest. Stehlen, stehlen, stehlen. Nö, ist nur Wein drin. In der westlichen Ecke. In einer Ecke. Also hier ist Westen, ja. Ja, hier ist Westen. Und hier ist eine Ecke. Aber hier ist nichts. Ja, hier stehen so viele Sachen, ne? Also schlafen, setzen, schlafen, setzen. Kann man das schon mal überlesen, wenn da steht Graben oder so? Das ist bestimmt außerhalb, denke ich mal. Ne? Oder hier? Nö, nö, nö. Auf jeden Fall haben wir schon den Schatz gefunden, würde ich mal sagen. Ha? Das Teil ist nicht mal wenig wert, diese Bekantine. Gehen wir nochmal raus. Na gut, es wäre wieder mit uns reden, nein. Nö, nö. Wir wollen niemanden, der uns einen Knopf an der Backe labert. So Leute, aber ich würde mal sagen, damit die Folge nicht zu lang wird, mache ich dann erstmal Schluss an der Stelle. Also falls sie euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Chuck. Lasst es euch gut gehen.